Hello, people of the Internet. Mein Name ist Captain Chaos 84. Ich bin Destroyer 77 Und ich bin der Horrendus 83. Und zusammen bilden wir das Team auf du. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gespräche im Aufzug. Freut euch. Yes, yes. Freut euch genauso, wie ich es tue. Ja. Ja, super. Ja, da wir beim letzten Mal das Thema Gaming-Jahr 2018 vorgenommen haben oder durchgenommen haben, werden wir in dieser Episode das Gaming-Jahr 2019 vornehmen. Was erwartet uns? Was ist bereits angekündigt? Und wie ist unsere Erwartungshaltung? Haltung, Mann! Heute habe ich es aber auch echt, ey. Ja, wir haben den 27.01.2019 und es sind ja auch schon eine Handvoll Spiele schon rausgekommen. Wobei, doch, ein Blockbuster ist dabei, nämlich Resident Evil 2 Remake. Ja. Der Hori hat wieder eine wundervolle Liste erstellt. Ich war's. Ja, die wir gleich zusammen durchgehen werden. Vielleicht auch mal um kurz zu sagen, wenn ich diese Listen erstelle, ich lese gerne die Listen von PC Games Hardware und da ziehe ich dann halt auch die Listen raus. Also wenn ihr da selber gucken wollt, das sind die Release-Listen, die die bereitstellen, einfach nur kopiert und die gehen wir dann zusammen durch. Genau. Ja. Wir haben uns halt überlegt, dass wir das genauso wie beim letzten Mal machen, halt nur nicht monatsgebunden, sondern diesmal plattformgebunden. Wir werden das komplette Jahr in einer Plattform durchgehen. Wir werden uns wieder nur auf den PC und auf die PS4 konzentrieren. Wobei da auch im PC-Bereich einige Titel darunter sind, die eigentlich auf der Xbox zu Hause sind, aber aufgrund des Play Anywhere-Programms von Microsoft auch auf dem PC spielbar sind. Dann würde ich jetzt das Wort dem Horry geben. Ja, hallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder, der Hori, und ich erzähle euch jetzt einen von der Release-Liste 2019 PC. Im Januar haben wir die Spiele Tales of Vesperia Definitive Edition, Onimusha Warlords, The Walking Dead, The Final Season, Episode 3, Broken Toys, Life is Strange 2, Episode 2, Roots und Resident Evil 2. Dann haben wir im Februar Oder wollt ihr erst den Januar machen? Ich würde vorschlagen, wir gehen den Januar mal kurz durch. Yay! Ich würde da jetzt gerne mal anfangen. Bei, ja, Tales of Vesperia, beziehungsweise die Tales of Serie hat mich nie so wirklich interessiert. Es ist geil, dass alte Spiele wieder rauskommen, dass auch die, dass auch Tales of Serie quasi einen Sprung in die Neuzeit geschafft hat. Okay, haben sie aber auch mit Tales of Zestiria. Bei Onimusha Warlords ist, glaube ich, korrigiert mich bitte, aber da ist, glaube ich, Onimusha 1, 2 und 3 drauf, ne? Sondern Remastered-Fassung, ne? Nö. Nö. Ja, Okay.
Ich weiß es nicht. Sorry. Ja, The Walking Dead und Life is Strange hat mich ja nicht so wirklich interessiert. Und ja, Resident Evil 2 Remake. In einem der letzten Streams hat man uns nahegelegt, wir sollten es mal spielen zusammen. Ja, ich bin halt der übelste Schisser, weil ich weiß, dass da. Ich glaube, das ist auch der Teil da, wo auch wieder eine Riesenspinne vorkommt. Wir können jedes Mal schreien, wenn eine Spinne kommt, damit du die Augen zumachen kannst. Ja, dann ist es schon zu spät, ey. Ja, jedenfalls, interessant wäre es auf jeden Fall für unseren Kanal, aber ja, ich bin dazu ein zu großer Schisser. Also wenn, dann müssen eh der Nick, der Dings da, der. Streuer. Ah, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Verzeihung. Oder du spielen, weil ich mag Resident Evil, aber es ist nichts für mich zum Streamen. Das ist was. Resident Evil ist für mich so eine ganz persönliche Kiste. Ich liebe die Reihe über alles, nicht alle Teile. Aber das muss ich für mich selber spielen. Da bin ich ganz eigen. Hast du da nicht auch gesagt, dass du das mit... Warte, das kann ich auch. Ja, geil, ey. Moment, ich muss noch die Bananen einsammeln. Ich hatte den falschen Link angeklickt. Und mein Handy macht dann Geräusch, ja. Wie geil. Also Resident Evil ist so ein Ding, das ist was, was ich mit meinem Bruder dann zusammenspiele. Tatsächlich auch so zusammen am Stück dann, das ist dann so eine, das wird richtig zelebriert, weißt du? Quasi halte ich dann so die Hülle dann hoch und dann dein Bruder dann so. Genau. Wird gar nicht jetzt in die PlayStation gelegt. Nein. Ne, wir spielen das live nach. Sehr gut. Also schön im Cosplay-Kostüm auf dem Sofa. Ich möchte jetzt nicht wissen, wer von euch der weibliche Part ist. Ich bin Claire Redfield. Eigentlich sind wir beide mal Hank und Tofu. Kleiner Fact dazu, ich habe das nachgelesen, für Resident Evil 2 Remake hat Capcom tatsächlich einen Tofu-Block eingescannt, der jetzt im Spiel, ich weiß nicht, ob er schon als DLC drin ist oder ob es mit im Spiel drin sein wird. Ein eingescannt. Konnte man das nicht auch im Originalen freispielen? Ja, du konntest, wenn du es durchgespielt hast, ganz zum Schluss noch Hank freispielen, den Umbrella Soldier da, diesen Capcom, diesen Mercenary oder was das war. Oder halt Tofu. Den Tofu-Block. Das Und war noch. Ja, ich wollte dich nicht diesmal haben sie unterbrechen. wirklich einen eingescannt. Geil, ey. Das, ey, sowas feiere ich wirklich. Mega gut. Ja. Streuer, was sagt denn der Januar für dich? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ist nichts dabei, was ich spielen möchte. Okay, dann bin ich dann wohl tatsächlich dann schon dran und ich hab mir zwar zwei Spiele markiert, die muss ich aber wieder rausnehmen, weil ich habe The Walking Dead Final Season. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass das schon die Episode ist, die nicht mehr von Telltale Games produziert wird. Das war die letzte, wo sie dran waren, die jetzt quasi jetzt
zwar zu Ende gebracht wird, aber das ist, der Publisher ist ja tot. Und da bin ich halt noch unschlüssig, weil ich habe die Teile geliebt, die waren alle super, aber ich habe auch tatsächlich noch gar nicht angefangen, die Final Season zu spielen. Und Life is Strange 2, mir wurde das wärmstens empfohlen zu spielen, aber ich habe eins noch nicht gespielt, deswegen, die werden vielleicht kommen, aber weiß der liebe Gott. Und Resident Evil halt nicht auf dem PC. Ja, dann wären wir im Januar schon durch, ne? Kurz, knapp, bündig. Genau. Kommen wir zum Februar. Wir haben Ace Combat 7, Skies Unknown, God Eater 3, Trials Rising, Crackdown 3, Dead or Alive 6, Far Cry, New Dawn, Metro Exodus, Anthem, Anno 1800, Dirty Rally 2. Wobei Anno ist doch gerade verschoben worden, oder? Ist es das? Ja, ich meine, Anno ist gerade verschoben worden. Gucken wir mal schnell rein. Ne, steht noch drin für Februar. Was hatte ich denn da gelesen? Anno verschoben. Vor 2 Tagen Release erneut verschoben. Ja, ist erneut verschoben worden. Doch richtig gehört. Und zwar auf den 16. April. Okay. Gut, aber nichtsdestotrotz. Ja, und Dirt Rally 2.0. Lieber Chaos, it's your turn. Ja, mit der Ace Combat Serie konnte ich mich auch noch nie so anfreunden. Das ist doch dieses Flugsimulator-Ding, ne? Mit den Kampfjets und sowas, ne? Yep. Ja, Korrekt. ist echt nicht so meins. Bei God Eater 3, wenn das das ist, dann ist es wohl das, das Spiel im Monster Hunter Stil. Ich kenne nur den Anime, mehr kenne ich nicht. Also wenn ich mir jetzt hier so die Screenshots angucke, könnte das gut sein, ja. Ja, Trials Rising, da fand ich ja die Vorstellung von dem Spiel auf der E3 letztes Jahr mega geil. Ich glaube aber, das werde ich auch irgendwann, nicht zum Release, aber ich denke mir irgendwann im Laufe des Jahres holen. Ja, Cracktown 3. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es ja schon so oft verschoben wurde, dass es am 15. Februar überhaupt rauskommen soll. Wobei Crackdown 1 und 2 sind ja hier in Deutschland indiziert, oder? Sind die schon beschlagnahmt? Mir sagt Crackdown gerade, ehrlich gesagt. Mir sagen eh viele von den Spielen nichts. Indizierung. Die BPMJ hatte den Titel im Jahr 2007 mit sofortiger Wirkung indiziert. Eine Indizierung belegt das Spiel mit einem Verbreitungs- und Werbeverbot. Die Indizierung wurde aber letztes Jahr aufgehoben, vorletztes Jahr. Dann könnte man ja eventuell auf eine Remastered-Fassung von Crackdown und Crackdown 2 erhoffen. Für die Fans da draußen, die Crackdown-Serie lieben. Mir persönlich sagt sie nichts. Ich weiß nur von Crackdown 3, dass da jetzt fällt mir der Name von dem nicht ein. Der den Hype um den Charakter Doomfist aus Overwatch richtig entfacht hat, weil er ihn unbedingt sprechen wollte und eigene Texte zu Doomfist geschrieben hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ist das auch der, der die Werbung gemacht hat? Genau. Terry Crews? Genau. Genau, der ist es. Der steht da, glaube ich, körperlich Pate für das Spiel. Das ist das Einzige, was ich Terry darüber weiß. Crews, wenn du uns irgendwann hören solltest, ich liebe dich, Mann, ich liebe dich. Herzpose mit den Händen, Junge, Herzpose mit den Händen. Ja, Dead or Alive 6.
ob das die Rettung der Serie wird nach dem, nach den letzten zwei Ablegern. Obwohl ja eigentlich Dead or Alive 5, glaube ich, im Beititel The Last Round hatte. Korrekt. Und dann kam ja noch so ein Partyspiel in Dead or Alive raus. Aber allerdings, glaube ich, nur exklusiv in Japan. Und jetzt wollen die, glaube ich, mit Dead or Alive 6 wieder zu den Wurzeln zurück. Keine Mehr hüpfen. Sexualisierung mehr. Bitte? Was? Das sind die Wurzeln. Aber die wollten, glaube ich, meine, die haben angekündigt, keine Sexualisierung mehr in Dead or Alive 6. Die soll, also Kazumi, also das Gesicht von Dead or Alive 6, soll nicht mehr so aufreizend gekleidet sein. Oder generell die Okay. Mädels. Ich erinnere mich noch dran. DOA war, das habe ich echt gerne gespielt, auch für PlayStation 1 war das, glaube ich, noch, ne? Der erste Teil. Habe ich echt gerne gespielt. Und ich meine, das war das erste Spiel, also das erste Beat'em Up, wo dieses Breast-Bouncing drin war. Also hüpfende Möpse. Sich bewegende Möpse. Der PlayStation 1, hör mal, da war auch ich noch jung. Da flogen die Dinosaurier noch, ne? Obwohl, Ja, Mann! da wäre ja auch ein Diss gegen mich, weil ich wäre mit dem Ja. SNES groß geworden. Ja, also da ist schön. Es war schön da. Ja. Glaube ich dir aufs Wort, Komm. mein Freund. Komm zum nächsten Spiel. Ja, Far Cry New Dawn. Nach dem, was der Streuer mir alles über Far Cry 5 erzählt hat und Far Cry New Dawn quasi an das Ende von Far Cry 5 anknüpfen soll, ja, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich tendiere eher zu nein. So. Und Metro Exodus. Ich habe die Vorgänger nicht gespielt, aber ich weiß nicht, warum ich so gehypt bin auf das Spiel. Ich kann es nicht erklären. Metro Exodus, der Vorstellungstrailer, ich glaube, das war auch auf der E3 letztes Jahr, hat mich sowas von umgehauen. Weil das in Metro konnte man in Metro und Metro Last Light konnte man, glaube ich, nicht oder nur bedingt an die Oberfläche. Und im Metro Exodus kannst du jetzt die ganze Oberfläche erkunden. Also, ich feiere das irgendwie. Ja, und Anthem. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich würde es gerne spielen, aber da ja immer wieder diese Vergleiche mit Destiny gezogen werden, habe ich irgendwie so das. Ja, da ist es. Da ist bei mir halt schon. Da bin ich ein bisschen gebrandmarkt. Ich habe Angst, dass das Spiel auf allen Linien enttäuschen wird. Was. Bitte? Meinst du Destiny? Ja, das ist doch immer wieder Das ist immer ein nicht Ver das gleiche wie Destiny. Ja, aber es wird halt immer wieder mit Destiny verglichen. Anthem ist vor Destiny entwickelt worden. Ja. Anthem hat dasselbe Gameplay, nicht dasselbe Gameplay, aber in etwa so eine dynamische Welt wie Destiny. Es gibt einen Dynamische Hub Welt, genauso. Destiny, Alter. Bitte? Du hast gerade diese zwei Worte zusammengeführt, das ist. Alter. Ja, Ich aber bin so froh, dass du das sagst. Dynamische Welt, Destiny. Destiny, die Welt ist einfach nur tot. das sagen halt die ganzen. Die Es geht ja nicht. zwei Minions, die da rumlaufen. Es geht Und ja nicht um der die. Boss, der hat jede 15 Minuten spawnt. Es Krass. geht ja nicht um die Dynamisch. Welt, die Spieler besuchen. Es geht halt darum, was in dieser Welt passiert quasi so. Und
Anführungszeichen. Und da wird halt, werden halt viele Vergleiche von Anthem zu Destiny gezogen. Und Ich glaube, man spricht es Anthem aus. ist mir egal. Und da habe ich wirklich ganz große Angst, dass mich das komplette Spiel genauso enttäuscht wie Destiny 2. Ja, Anno haben wir ja eben gehört, ist verschoben worden. Würde ich sehr, sehr gerne spielen, weil ich ja im Privaten ganz gerne mal ein Aufbaustrategiespiel spiele. Ja, und Dirt Rally 2.0. Nee. Dirt Rally. Ist das sowas wie Colin McRae Rally? Das ist Colin McRae Rally. Aber Ach da so. ja Colin McRae 2003, glaube ich, gestorben ist. Oder Okay. 2005. Haben sie erstmal die Serie ruhen lassen. Und dann ist aus Colin McRae Dirt Rally geworden. Dasselbe Ah, okay. Logo, nur halt Ja. mit Dirt da dran. Okay, weil Colin McRae, ich weiß, da erinnere ich mich noch dran, das habe ich sogar mal gespielt. Er ist 2007 gestorben. Oder 2007. Das habe ich sogar mal gespielt und es ist gar nicht so schlecht, also für so eine Simulation oder es macht halt Spaß, ne, sowas mal zu spielen, aber naja, bin halt nicht so der Rennfahrer außerhalb meines Autos. Streuer, du bist dran! Ist nichts dabei. Mal wieder. Noch nicht mal Anthem. Zumindest nicht auf dem PC. Ja, da kannst du Also. immer noch sagen, dass du Anthem für die PlayStation spielen möchtest. Ja, wir haben aber noch eine zweite Runde für die PlayStation. Okay. Okay, dann bin ich mal dran. Ich habe für den Februar tatsächlich drei Titel, die ich, wovon ich zwei vielleicht spielen möchte und einen definitiv. Far Cry New Dawn, ist tatsächlich so, das knüpft direkt an den letzten Teil an. Ich glaube, dass die Entwicklungszeit für das Spiel zu kurz war. Ich glaube, dass sie nur ein paar Fehler ausgebügelt haben und dass es nichts anderes als Far Cry 5 sein wird. Aber. Das kommt das große Aber. Ich mochte das Setting ganz gerne von 5. Ich bin ein Far Cry-Langeweiler-Spieler. Ne? Das ist Langeweil-Spieler. Wenn ich wirklich Langeweile habe, ich warte ewig, bis so ein Spiel rauskommt. Dann kommt's raus und ich denke mir, nee, kaufst du nicht. Und irgendwann ist es dann im Sale und ich denke mir, oh, jetzt hast du nichts zu spielen. Spiel das mal durch und dann suchte ich das im Stück durch. Das wird da auch so sein, wird nicht beim Release gekauft, aber wenn, dann da auch für den PC und nicht für die PlayStation. Metro Exodus ist für mich ein Must-Have tatsächlich, weil ich habe die ersten beiden Teile gespielt. Ich habe auch die mittlerweile drei, ich glaube drei sind es definitiv. Ob es ein viertes ist, weiß ich nicht. Die Bücher gelesen, die ersten drei definitiv. Ziemlich cool. Ich mag Artyom halt gerne. Ich mag die Geschichte dahinter. Ich finde die Idee total cool. Wird auf jeden Fall gespielt. Ich habe nur tatsächlich Angst, dass es nicht auf meinem PC laufen wird. Also nicht in der Grafik, wie ich sie dann gerne spielen würde. Da ist dann noch die Frage, ob dann nochmal der Rechner gepusht wird oder ob ich es mir für die PlayStation hole. Und als allerletztes, da der Chaos ja gerade so viel davon geschnackt hat, wenn es so viel mit Destiny verglichen wird, vielleicht gefällt mir das besser als Destiny. Zumindest gucken, wie Setting ist, mal gucken, vielleicht spiele ich es, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch ein Spiel, was auch wieder was ist für, wenn es im Sale ist. Wollen wir mal gucken, klingt auf jeden Fall interessant. Ob es wirklich was wird, weiß ich nicht. Ja. Kommen wir zum März, ne? Würde ich sagen. Ja, dann fangen wir an. Total War, Three Kingdoms, Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division, The Sinking City, Sekiro Shadows Die Twice und Tropico 6. Chaos. Tropico 6 muss ich so ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Kann ich dazu eine Geschichte erzählen? Ach so, ja, ich habe jetzt Tropico 6 verstanden. Nein, was du mal verstehen willst.
Nee, ey, jetzt hört auf. Nicht, dass wir jetzt noch das komplette Video ab 18 stellen müssen oder sowas. Penis, Vagina, Fotze. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ich habe nur Okay. von Bouncing Breasts geredet und von Tropico Sex. Ich. Also, Tropico 5 plus 1. Haben Streuer und ich auf der Gamescom gespielt. Beziehungsweise Streuer war an der Tastatur und an der Maus. Und da hat der, da hat das System von ihm verlangt, eine Straße zu bauen. Und da hat er rumgeflucht ohne Ende, wo er denn die scheiß Straße hinbauen soll. Weil er immer wieder durch das Feld ging. Beziehungsweise an dem Haus war ein Feld, was abgeerntet wurde. Oder abgeerntet sollte. Nee, war nicht okay. Nee, war nicht gut. Der Satz. Werden sollte. Werden, genau. Und es führte einfach nirgendwo eine Straße. Ja, du hattest keine Kontrolle darüber, muss ich eigentlich sagen, wo die Ja. Straße landen soll. Das hat es einfach irgendwo hingesetzt. Genau, und dann hat Streuer ganz einfach die Straße quer über dieses Feld, was abgetragen werden musste, einfach komplett rübergezogen. Ja. Das werde ich nie vergessen, ey. Normal. Der Straßenstreuer. Ja. Ja, von den ja, Spielen ist tatsächlich nur eins auf meiner Liste. Und das ist Sekiro Shadows Die Twice, weil es von From Software ist. Das ist schon Grund genug. Und Division 2 würde mich echt nur dann catchen, oder gerade deswegen catchen, weil alle DLCs umsonst sind. Das war ja zur E3 ja die große Welle, die ja rübergeschlagen ist. Von Battlefield 5 alle DLCs kostenlos, Division 2 alle DLCs kostenlos und so weiter und so fort. Ja. Das war's. Von meiner Seite aus. Krass. Streuer! Moment, warte. Ich muss gerade noch den Maulwurf umhauen. Moment. Moment. Gib mir noch 2 Minuten. Aha. Okay, ich drück mal auf Pause. Also, was, wo ist, in welchem sind wir? Februar? März. Wo ist der Februar hin? Da hab ich, ach, da habe ich schon Da was hast du gesagt, dass du nicht spielen gesagt. willst. Ja, stimmt. Wie im Januar. Ah, war im März, okay. Nichts. Ach, geil. Okay, komme ich zu mir. Okay, Total War kann ich nichts abgewinnen. Devil May Cry, ja, ist mein Bruder ein Fan von, werde ich sehen bei ihm, aber ich werde es nicht spielen. Tom Clancy's The Division 2 werde ich spielen. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, ob wir es zusammenspielen. Ich bin ja persönlich mehr der Mensch, der sowas gerne auf dem PC spielt. Ich glaube, die anderen beiden werden eher auf der Konsole sich beheimatet fühlen und es da spielen. Vielleicht hole ich es mir auch für die Konsole, das ist gerade noch so ein bisschen unentschieden. The Sinking City finde ich per se, da es ja an Cthulhu angelegt ist, an H.P. Lovecraft, super interessant, aber ich bin eine richtige Schisspuchs, was so Mindfuck-Horror angeht. Und vielleicht mal abwarten, wenn es draußen ist, und mir mal Let's Plays angucken und dann überlegen, ob ich es spielen werde oder. Ja, die anderen beiden Spiele
sagen mir, also ein Tropico sagt mir was, aber das ist halt was, wo ich das auch wieder in spontan entscheide, ob ich es mir hole oder nicht, oder ob ich es später hole, weil es einfach lustig ist, sowas zu spielen. Und Sekiro Shadows Die Twice sagt mir gar nichts. Was? 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 Das von den Dark Souls machen, das ist schon bewusst, ne? Ja, genau deswegen sagt mir das vielleicht gar nichts. Ja, komm. Captain Fanboy, lass wieder einen raus. Nein. Ja, okay. Ich Gut, habe dann. im letzten Gespräch im Aufzug schon einen Monolog zu World of Warcraft gehalten. Das kann ich nicht in jedem Gespräch im Aufzug. Du darfst so viel Monologe halten, wie du möchtest. Streuer ist mit dem Handy beschäftigt. Ich will nicht Handy. Sag mal. Ich spiele Und 3DS, ja? ja, Als ob ich ey, mit dem Handy spiele, ey. das Ich ist habe voll die wenigstens noch ein Idee. bisschen Würde. Könnt ihr mir meine PS Vita holen? Nein, ich habe nebenbei noch einen Film laufen. Das Okay. ist besser, oder was? Nee, ich sag ja, wir sind beschäftigt, während der Captain seinen kleinen Monolog hält. Ja. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Ja, Falco, du bist dran. Und dann ihr beiden dann so mit dem Handy total gelangweilt. Ich mag euch auch. Okay, wir wollen es ja nicht provozieren. Wir haben bestimmt noch bei PlayStation die Möglichkeit, dass du da viel zu sagen kannst. Komm mit zum April. Ich fasse ihn mit dem Mai zusammen, weil die Liste der ohne Termine wird länger werden. April 2019 bringt für den PC Mortal Kombat 11. Das war's. Mai 2019 bringt Rage 2 und Team Sonic Racing. Kippen! Kacke. Captain Kacke, yeah! Maulwurf hat Ja. mich umgebracht. Böser Bitte? Maulwurf. Psst, ich Ah. muss mich konzentrieren. Gut, alles klar. Entschuldigung. Sei doch jetzt ruhig! Ja. Also, Mortal Kombat war ich eh nie so der Fan von. Ich find's aber klasse, dass das, dass die USK und die BPJM jetzt endlich mal gerafft Nein! haben. Ja, er Oh, hat sorry. verloren. Dass sie es endlich mal gerafft haben, dass das alles nur Fantasy ist. Daher freue ich mich mega für die Fans, dass sie sich auf ein Mortal Kombat 11 freuen können. Ja, Rage, beziehungsweise Rage 2 soll ja, ja, im Gegensatz zu Teil 1, humortechnisch noch eine Schippe drauflegen, beziehungsweise generell Humor in dem Spiel dazu beitragen, dass das Spiel eigentlich gut sein würde. Rage 1 habe ich nicht lange gezockt. War auch stinklangweilig. Ich habe Rage jeden Freitag bei Overwatch. Ja, und Team Sonic Racing habe ich irgendwie Bock drauf, ganz ehrlich. Als kleiner Sonic-Fanboy, okay. Als Fan vom allerersten Sega Sonic All-Stars Racing kann man sich das auch geben. Obwohl es halt der dritte Teil dieser Reihe ist. Ich habe den zweiten Teil nie gespielt. Dieser Mario Kart-Verschnitt, ne? Genau. Halt aber nur, Ich wenn. so. Also bei Steam. Nee, Sega Sonic All-Stars Racing war das so. Der letzte hat immer ein ganz spezielles Item auf den Charakter bezogen bekommen, mit dem er dann unbesiegbar wurde. Das war quasi der Stern aus Mario Kart. Das bekommt der Letzte. Der letzte oder der vorletzte oder irgendwie sowas. Was Auf eine jeden Fall in den Puscherei. hinteren Reihen. Na gut. Ja. Wäre aber interessant. Kann man sowas nicht auch zusammenspielen?
Das könnte man, glaube ich, zusammenspielen. Doch da einfach mal ein Blick spielen rein. Streuer! Dein Satz! Moment, ich bin immer noch beim Maulwurf, ja. Stopp. Der epische Kampf mit dem Maulwurf. Wird er ihn gewinnen? Alter. Maulwurfen! Ich hab schon 10 Ballons verschwendet, ja? Moment. Ballon. Das sind die Leben bei Verschwendete. Donkey Kong Country Returns. Ah, okay. Er weiß es nicht. Wissen Sie so etwas nicht? Nein, mein kleiner Affe! Nein! Moment, Leute. Das ist gerade echt interessant. Und so und so. Ja. Und bei dir? Ja, ich weiß nicht. Also, könnte anders sein. Wie anders? So, Ja, Thomas haha, halt. anders? Oder während er den Maulwurf besiegt, möchtest du nicht so fortfahren? Ja, So, nee, jetzt ich bin fang. ich da. Oh, ja, jetzt bist du da. Jetzt, wo ich mich drauf eingestellt habe, zu den drei Spielen was zu sagen. Ja, ich muss erstmal überlegen, was ich sage, ja. Ach Zu so. diesen drei Spielen. Ich glaube, Okay. ich sage Nichts. einfach gar nichts, ne? So. Jetzt bist du dran. Bleib deiner Linie treu, genau. Ja. Ja, Mortal Kombat 11. Ich bin nicht so der Beat'em-up-Freund. Ich bin so dieser Dann Freund, steh mal der kurz sich. runter. Viel Erfolg. Ja. Ich bin dieser Typ Freund, der bei einem Beat'em Up sich auf einen Schlag spezialisiert. Hauen. Genau, hinhocken und hauen und hoffen, dass man nicht stirbt. Also ist nicht so meine Welt. Mein Bruder hat mir gerade Mortal Kombat X geschenkt. Ja, kann man mal spielen, aber ist nicht so meine Welt. Rage 2, weiß ich nicht. Poppig bunt habe ich gesehen und alles sehr schnell und ich. Ja, weiß ich noch nicht. Ich nicht so den Elan, mich mit zu beschäftigen. Team Sonic Racing ist tatsächlich, wenn wir das zusammenspielen können, finde ich das gerade interessant. Das war mein Statement. Kommen wir dann schon ohne Termin 2019? Ja, würde ich sagen. Na gut. 2019 ohne Termine sind A Plague Tale: Innocence, Age of Wonders: Planetfall, Bloodstained: Ritual of the Night, Control, Fortnite: Save the World, Gears 5: Imperator: Rome, MechWarrior 5: Mercenaries, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2: Die Siedler, The Search 2: Wasteland 3, Wolfenstein: Youngblood. Captain, dein Turn. Mir fällt jetzt gerade auf, fehlt da nicht noch was? Bei 2019 ohne Termine? Age of Empires 4? Wir sollten uns mal echt beschweren bei der Redaktion von PC Games Hardware, dass die nicht auf dem neuesten Stand sind. Ja. Ist echt so. Ja. Total für Sau. Ja. Das Fernsehzeug. Mann, Mann, Mann. Ah, Ja. du scheiß Maulwurf, jetzt hab ich dich! Oh, sorry. Streuer, wir möchten nicht, dass uns die Peter auf den Hals gehetzt wird, also fahr runter. Unser Stream ist ja eh schon ab 18. Beziehungsweise in der Aufnahme. Das stört die Peter nicht. Ich Ja. finde gerade Kai auf so schnell keinen Release-Termin. Ich meine, die haben das für 2019 angekündigt. Ich glaube, zuerst soll Age of Empires Definitive Edition rauskommen und dann Age of Empires 4 im Laufe des Jahres. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, Also, da egal. ich mir meine Jugenderinnerungen nicht kaputt machen will, werde ich es nicht spielen. Deswegen habe ich mich damit nicht beschäftigt. Gut. Ja, A Plague Tale sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Genauso viel wie Age of Wonders. Bloodstained Ritual of the Night.
wird wohl eins meiner Highlights werden dieses Jahr. Ist es von From Software? Nein, das ist der geistige Nachfolger von Castlevania. Und zwar ist das Spiel von dem Schöpfer von Castlevania. Er hat vor, ich glaube 2015 oder 16, hat er via Kickstarter Spenden gesammelt mit seiner Idee. Und der ist der wollte, glaube ich, eine niedrige Summe haben. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Und ist, glaube ich, bei einer halben Million oder sowas ist die Summe angestiegen. Und hat auch diverse Subgoals erreicht, wie im Boss Rush oder eine Musikgalerie und Bildergalerie und sowas. Jedenfalls freue ich mich da schon sehr drauf. Control sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Fortnite Save the World sollte eigentlich schon im Herbst letzten Jahres rauskommen. Ich bezweifle es, dass das dieses Jahr auch rauskommen soll, beziehungsweise released wird. Man kann es ja kaufen, aktuell. Weil halt sich Epic Games halt nur auf Fortnite Battle Royale fixiert. Ja, Gears 5 habe ich ehrlich gesagt die Vorgänger nicht gespielt. Auch wenn die jetzt im Play Anywhere-Programm mit aufgenommen wurden. Imperator Rome, ist das nicht dieses Strategiespiel? Meine auch. Ich musste gerade, also in der Liste steht tatsächlich auch Strategie dran. Ich hatte gerade eben mal drauf geguckt und ja, das ist so ein Wirtschaftssimulationsstrategiespiel. Erinnert mich so ein bisschen an früher, an Civilization. Ah. Ja, MechWarrior 5. Ja, eventuell. Als ich damals noch zur Schule gegangen bin, war MechWarrior 3 der große Hit. Da hieß es, es wird Achso. voll der Hardwarefresser und hast du nicht gesehen. Aber ich freue mich für die Community, dass sie endlich mal wieder nach so einer langen Durststrecke, MechWarrior bekommen. Ori and the Will of the Wisp wäre definitiv eine Überlegung wert. Ja, bei Psychonauts 2 weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel drüber. Das Einzige, was ich nur weiß, ist, wer Psychonauts 2, glaube ich, vorbestellt, wenn es vorbestellbar ist, bekommt wohl eine HD-Version von Psychonauts 1 mit dazu. Das weiß ich aber auch, ob das noch aktuell ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, die Siedler. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nur Siedler 3 gespielt und das war's. Ja, The Search 2 von den Entwicklern Team 17, glaube ich, heißen die, die auch The Search 1 und Lords of the Fallen gemacht haben. Wäre auch eine kleine Überlegung wert. Ich hoffe, sie machen das nicht phasenweise wieder so bockschwer, wie das im ersten Teil war. Aber ich stelle mich trotzdem schon mal auf so ein schweres Spiel ein. Ja, Wasteland 3, da wartet bestimmt der Horri drauf. Und Wolfenstein Young Blood soll ein Koop-Shooter sein. Was eigentlich auch, ja, interessant für unseren Kanal wäre. Denn wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den Kanal noch lange nicht voll. Richtig. So, nächster bitte. Strauß!
Streuer. Der scheint wohl nicht da zu Hallo, sein. jetzt bin ich da. War wieder ein Maulwurf im Weg? Nein, ich war in der Küche. Ah. Bin ich jetzt dran? Ja. Okay, lass mich gucken. Boah. Mein einziges Spiel in der Liste. Krass. Also. Ah, die haben noch keinen Termin, okay. Also, das Spiel, was ich spielen möchte, ist Ori and the Will of the Wisps. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe den ersten Teil gespielt. Und ich habe es genossen. Hat ein cooles Gameplay und ist auch sowas für, ja, hat traurige Aspekte, hat schöne Aspekte. Gerade ist halt auch ein Spiel für Gefühle. Ja. Genau. Freue ich mich drauf, wenn es rauskommt. So, dann gebe ich weiter an Hori. Oder ist er schon durch? Hallo! Ja, ich habe vier Spiele hier auf der Liste. Und zwar einmal das A Plague Tale. A Plague Tale fand ich total faszinierend, als ich das erste Mal was dazu gesehen habe. Es geht sich ja darum, um Kriegsgebiete und wenn ich das richtig gesehen habe, geht es da um ein Mädchen und einen kleinen Jungen, die sich halt dann da durchkämpfen müssen. Ich habe einen Gameplay-Trailer gesehen, wo die da mit einer Fackel rumrennen und Ratten fernhalten müssen, sich durch Schlachtfelder schleichen müssen. Es wirkt sehr bedrückend. Ich bin gespannt, ob es das halten kann. Das sieht auf jeden Fall mega cool aus, halt als Schleich-Action. Mehr weiß ich halt tatsächlich auch noch nicht. Werde ich mich auf jeden Fall noch mit auseinandersetzen. Fand ich aber schon ziemlich cool, auch die Ideen dahinter. MechWarrior 5 ist halt tatsächlich was, was ich vielleicht spielen werde. Ich habe das letzte tatsächlich auch, den letzten Teil, den ich gespielt habe, war 3. Und auch der einzige Teil, den ich gespielt habe. Und ja, das war, als man damals noch in der Schule war, der Hype. Also bei uns wurde das, haben das alle gespielt. Alle, die einen PC hatten, die haben dieses Spiel gespielt. Gucken, ob ich da in Nostalgie schwelgen kann. Und ansonsten Wasteland. Wasteland, Wasteland. Ich liebe Wasteland. Wasteland 2 Remastered war der Kracher. Nicht Remastered, Wasteland 1 gab es Remastered. Wasteland 2 war der Kracher. Ich habe das gesuchtet wie blöde. 3 sieht von der Grafik her einfach bombastisch aus. Wer halt so auf alten klassischen Spielstil im Rollenspiel steht, wie damals bei Fallout 1 und Fallout 2, halt auch Wasteland. Ne? Das ist ein geistiger Teil der Serie quasi. Ne? Jetzt Gänsefüßchen schlachtet mich nicht. Es ist kein offizieller Teil. Aber vom Setting her, vom Gefühl her. Es ist einfach der Hammer. Da freue ich mich immens drauf, werde ich definitiv spielen. Und Wolfenstein Youngblood ist einfach, ja, ich habe mal irgendwann die anderen Teile alle gespielt am Stück, weil mir langweilig war und dementsprechend kommt er dazu. Das war's. Das war's. Eine interessante Liste. Ja. Kommen wir zu den richtig wichtigen Themen, die PS. Fangen wir direkt an. Wir haben im Januar The Walking Dead, Yakuza 4 Remastered, Ace Combat 7, Life is Strange Season 2, Resident Evil 2 Rema das Remake und Kingdom Hearts 3. Chaos. Ja, da haben wir ja schon vier Spiele vorher durchgenommen. In der PC-Liste. Yakuza 4 Remastered kommt nur in Japan raus, wenn ich das richtig sehe. Also uninteressant für uns. Ja. Und mein Highlight diesen Monat kommt am Dienstag raus. Und zwar Kingdom Hearts 3. Ich habe eine sehr gute Freundin. Die ist durch mich ein riesen Kingdom Hearts Fan geworden. Ich habe ihr meine PlayStation 2 Spiele geschenkt, die damals noch
unter dem Buena Vista Studio von Disney gelaufen sind, in Zusammenarbeit mit Square Enix, die fucking deutsche Tonspur hatten von Teil 1 und 2. Das sind sowas von Raritäten und Unikate jetzt. Unikate nicht, aber Raritäten. Also, Isabel, wenn du dieses hörst, ne, du wirst irgendwann, wenn du irgendwann mal älter wirst, wirst du steinreich dadurch. Irgendwann mal älter wirst. Ja, also sie wird Das älter, klar, aber... klang wie eine fiese Drohung. Ich komm sie mir holen, dann wirst du nicht mehr älter. So war das jetzt nicht gemeint. Also, wenn du mal in mein Alter kommst oder älter wirst als ich, dann wirst du irgendwann steinreich sein, weil die werden mit Sicherheit eine Menge wert sein. Aber zum Thema zurück. Auf Kingdom Hearts 3 freut man sich ja schon seit es die ersten Gerüchte gab um Kingdom Hearts 3. Ich glaube, 2010 gab es das erste Gerücht. Seit 2012 konnte man es vorbestellen bei Amazon. Und am 29., also jetzt kommenden Dienstag, ist es endlich soweit. Ich freue mich. Und es ist nicht von From oder Blizzard. Nein, das ist von Square Enix. Was auch gute Spiele macht, unter anderem Final Fantasy, die Final Fantasy-Reihe und das Arschlochspiel Nier Automata. Okay, ich hasse Square Enix. Nächster bitte. Was ist das Gegenteil von Fanboy-Hater, oder? Ja. Richtig. Wir kitzeln noch alles aus dir raus. Ja. Streuer! Hä? Warte, ich muss durchgucken. Nee, nichts. Schade. Ist für mich halt Nö. genauso wie beim PC. Life is Strange und The Walking Dead sind interessant. Und Resident Evil wird definitiv für die PlayStation diesen Monat noch gekauft. Also Dienstag. Kommen wir zum Februar. The Occupation, God Eater 3, Overkill The Walking Dead, Trials Rising, Dead or Alive 6, Far Cry New Dawn, Jump Force, Metro Exodus, Anthem und Dirt Rally 2.0. Captain. Ja, wie beim PC schon, werde ich mir Anthem vom 1. bis zum 3. ansehen. Die offene Demo. Halt, das war jetzt wieder so ein Widerspruch in Sicht von mir. Nein, also ich bin immer noch derselben Meinung, dass ich Angst habe, dass mich das enttäuschen würde. Ich werde mir aber trotzdem die Demo angucken. So. Ja, und Metro Exodus freue ich mich auch wie Bolle drauf. War es das schon? Das war's schon, ja? Also war relativ kurz. Streuer! Februar. Okay. Ja, ich schließe mich dem Carlos an. Also Anthem werde ich mir auch in der offenen Beta angucken. Ja. Also die Angst, dass es so wie Destiny wird, habe ich jetzt nicht. Ja, aber es wird sich zeigen. Ich gebe weiter. Hallo, ich habe tatsächlich Overkill The Walking Dead auf dem Schirm. Ich bin zwar noch immer noch zwiegespalten, wie ich auch schon beim Release vom PC war, aber ich habe wohl die wahrscheinlich mehr Leute, die es auf der PlayStation spielen werden, wo man dann im Koop zusammen daddeln kann. Und ansonsten habe ich im Februar nichts. Dann können wir uns auch direkt schon dem März widmen. Im März haben wir Left Alive,
Devil May Cry 5, One Piece, World Seeker, The Division 2, The Sinking City und Sekiro Shadows Die Twice. Captain! Ja. Wie schon beim PC gesagt, werde ich mir auf jeden Fall Sekiro Shadows Die Twice angucken. Ich freue mich da schon mega drauf. Und ja, halt, Division 2. Sie hat, also, Ubisoft hat zwar gesagt, dass die, dass es keine offene Beta oder eine Demo geben soll. Ich hoffe es aber immer noch inständig. Obwohl es auch inhaltlich, also spielerisch, genauso sein wird wie 1. Nur halt, das Setting ist in Washington. Und storytechnisch, weiß man da überhaupt schon, was drin vorkommt? In was? Division 2? Ist doch Washington, oder nicht? Ja, aber storytechnisch meine ich jetzt. Der Dings ist ja klar, das Szenario. Ja. Okay, ich verstehe jetzt die Frage, glaube ich, nicht so ganz. Das wird die gleiche Story sein. Ja, die Story ist doch genau die gleiche. Nur bist du diesmal da und musst, glaube ich, da jetzt Regierung wieder aufbauen und Gedönse machen, oder nicht? Also. Ah. Okay. Glaubst du diesmal eine Rettungsmission oder eine Befreiungsmission oder irgendwie sowas? Weil ich meine nämlich, diesmal wirst du da drin abgesetzt und weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also für mich war das, was ich bis jetzt gesehen habe, exakt das gleiche wie einst, nur in Washington. Wenn ihr gerade sehen könntet, was ich sehe. In unserer Excel-Tabelle sind gerade Felder, also Zellen, die werden schwarz und weiß und sehen aus wie damals so ein Spiel auf dem Amiga oder auf dem C64. Und der Streuer versucht, glaube ich, ein Gesicht zu malen. Immerhin. Das ist eine Lüge. Wir werden einen Screenshot davon und das Video posten. Richtig. Okay. Ja, du bist schon fertig, ne? Ich bin fertig, ja. Streuer. Moment, ich bin gerade beschäftigt. So. Ich weiß, es ist nicht mehr der 3D. Ja, ich muss mich irgendwie beschäftigen. Ja, ja. Beschäftigen. So, März, okay. Ja. Also spielen werde ich auf jeden Fall Division 2. Allein schon, weil ich letztes Jahr im Sommer in Washington war und ja, und in New York war ich kurz nach Division 2, Division 1 auch. Und ich fand es einfach gut, wie sie es einfach umgesetzt haben, die Stadt. Und ich will jetzt einfach sehen, ob es genauso gut umgesetzt wird in dem zweiten Teil. Ne? Und weil ich das Spiel gut finde. Und, ja. Gut, dann werde ich. Muss jetzt weiterarbeiten. Okay. Ich habe zwei Titel in dem tatsächlich drin und das sind die gleichen, wie ich bereits auf der PC hatte. Division weiß ich halt noch nicht, ob es PlayStation oder PC wird und The Sinking City, da warte ich ab, die Gameplays. Damit sind wir auch im März schon durch. Ich fasse den April, Mai, Juni und August zusammen. Mortal Kombat 11, Days Gone, Super Meat Boy Forever, Rage 2, Team Sonic Racing, Crash Team Racing, Nitro Fueled und Shenmue 3. Captain, du bist dran. Warum geht das nicht? Oh, sorry. Alles gut. Gut.
Gerade sieht es aus, als ob so ein Space Invader auf den Kopf gefallen ist. Ah, ich weiß warum. Aha. Ja. Jetzt geht's. Bei Days Gone habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das ja. Dass das wohl dieselbe Sache wird wie mit Dragonscale oder wie das da hieß, was auf der Xbox ganz groß angekündigt worden ist mit den Drachen und dann von jetzt auf gleich gecancelt wurde, weil das ist ja jetzt so oft verschoben worden, Days Gone. Ich glaub's erst, wenn's raus ist, wenn ich es in den Händen halte. Ja, Super Meat Boy Forever wäre bestimmt eine Überlegung wert, weil den ersten Teil habe ich gespielt. Bockschweres Jump'n'Run. Aber ja, ich will nicht sagen, dass es fair schwer ist. Es war teilweise schon arg unfair. Aber trotzdem wäre es eine Überlegung wert. Ja, den Mai haben wir ja eben schon am PC durchgenommen. Haben wir ja schon zu Rage 2 und Team Sonic Racing was gesagt. Crash Team Racing Nitro Fueled. Ja, wäre für mich so die PlayStation-Antwort auf Mario Kart. Obwohl ja schon Team Sonic Racing ja als Antwort auf Mario Kart sein sollte. Wobei ich bei Crash Team Racing eher das Potenzial sehe, Mario Kart Konkurrenz zu machen als bei Team Sonic Racing. Und mit der Shenmue-Reihe kann ich gar nichts anfangen. Das ist, ich glaube, das ist ein Life Simulator, Life Walking Simulator oder irgendwie sowas. Da wo du halt zu bestimmten Einrichtungen gehen kannst, die aber nur zu einer bestimmten Uhrzeit aufhaben. Da musst du dich wieder langweilen bis dahin oder den anderen Aktivitäten nachgehen. Nee, das ist nicht so meins. Langweilen ist nicht so deins? Nee, nicht wirklich. Also ich brauche Action in dem Spiel. Es muss nicht unbedingt geballert werden, aber ich brauchte schon ein bisschen Action. So ist knapp. Ja. Ja, krass. Nein. Ich überspringe den Streuer jetzt. Warum? Diskriminierung. Nein. Du malst gerade. Nein, du malst gerade. Und du möchtest nicht spielen, oder? Moment. Wo sind wir? April? Das stimmt, aber es ist trotzdem nicht fair. Das ist trotzdem so. Diskriminieren. Ja, es geht ums Prinzip, ja. Also, okay, du durftest ja trotzdem was sagen. Ist doch gut. Ja. Jetzt bin ich auch zufrieden. Okay. In diesen Monaten habe ich tatsächlich Days Gone, wo ich mich mega drauf freue und ich widerspreche tatsächlich dem Captain an der Stelle und sage, hey, ganz ehrlich, mir ist ein Publisher, der die Eier in der Hose hat, zu sagen, hey, ich verschiebe meinen Titel, weil lieber als die meisten Publisher, die ihren Rotz einfach auf den Markt schmeißen. Ich bin gespannt, kann immer noch in die Hose gehen, es kann immer noch doof werden, aber dieses Argument ist halt für mich immer sehr, sehr schwierig. Weil ich habe, da erinnerst du dich auch noch dran, Chaos, als wir angefangen haben zu spielen, gab es Add-ons, keine DLCs. Ja. Da wurde ein fertiges Spiel auf den Markt gebracht und es wurde dann was nachgekarrt, was da dran angeknüpft hat. Ja, das hast du heute nicht mehr. Also nicht mehr in dem Maße. Und ich finde es
unverschämt, was heute manchmal für Preise für einen DLC genommen werden. Und was für unfertige Spiele, wo alles nachgepatcht oder als DLC nachgeliefert worden, das hast du früher für einen Vollpreistitel bekommen. Und da ist es mir heute lieber bei man muss den Publisher noch immer lassen, da ist so eine Erwartung, so eine Haltung hinter, so ein Druck hinter, wenn die ein Spiel auf den Markt bringen. Gerade wenn es halt ein Setting ist wie das, was halt heiß erwartet wird, wo man denen immer noch sagen muss, hey, wenn ihr sagt, ihr schafft es nicht und bringt dann ein gutes Spiel raus, finde ich es top. Wenn ihr dann natürlich cancelt, ist das Schande, Glockenschlag, Schande, Glockenschlag, Schande, ne? Aber okay. Ja, und das Crash Team Racing finde ich per se auch interessant. Ich denke, dass dadurch, dass es ein Crash-Teil ist, also es hat was mit Crash Bandicoot zu tun, was ein Exclusive für die PlayStation ist, ist das tatsächlich eher die Antwort von PlayStation auf das bei Nintendo beheimatete Mario Kart. Und da bin ich echt mal gespannt. Also ich fände es echt witzig, das zu spielen. Da kommt es aber tatsächlich auf den Preis an. Für was man sich das dann später holt. Ja, das war's von meiner Seite für die Monate. Wollen wir direkt weitergehen zum 2019 ohne Termin? Gerne. Fangen wir an. Ancestors, Humankind Odyssey, Babylon's Fall, Biomutant, Bloodstained, Ritual of the Night. Catherine, Full Body. Das klingt pervers. Control, The Dark Pictures, Man of Medan. Desperados 3, Doom Eternal, Dying Light 2, Ghost of Tsushima, GTA, mit R. 3, Iron Harvest, Judgment, Lost Ember, Mount & Blade 2, Bannerlord, Nioh, bei Psychonauts 2, Skull and Bones, Star Wars, Jedi Fallen Order, Stranger Things 3, The Game, The Best Inside, The Beast Inside, The Last Night, The Outer Worlds, The Third 2, Tropico 6, Twin Mirror, Unsung Story, Tale of the Guardian, Wasteland 3, Wolfenstein, Youngblood und Yakuza 5. Captain, du bist dran. Ja, ich habe da nur zwei Wannaplays für die Termine dieses Jahr. Und zwar Biomutant. Ich finde das Setting geil. Ich finde den Grafikstil geil, dass wenn dann irgendjemand schlägst oder irgendwie jemand triffst und dann kommt dieses Pow aus den damaligen Batman, aus der damaligen Batman-Serie oder sowas, kommt dann zum Vorschein, finde ich einfach nur klasse. Groß informiert habe ich mich über Biomutant ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mir nichts vorwegnehmen will. Ich freue mich einfach mega auf dieses Spiel. Ja, aber Babylon's Fall und das andere, was ich nicht aussprechen kann, kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ja, Catherine Full Body ist ein Remake aus der PlayStation 3 Zeit, das auch Catherine hieß, wo ein Typ mit einer Catherine zusammen ist und eine Catherine kennenlernt und eine Dreiecksbeziehung mit der führt. Bei Full Body ist das so, da kommt noch eine vierte Person hinzu und dann hat er eine Vierecksbeziehung. Also, ja. Und wenn er dann träumt, dann muss man halt mittels Schieberätsel dann quasi das Ende erreichen und so. Also ist ehrlich gesagt. Ah! Doch, ich weiß, was es ist. Okay. Ja, hast du mit Sicherheit schon mal was von gehört? Ja, war gerade im Sale und wurde auch so ein bisschen gehypt auf Steam. Genau. Ja, zu The Dark Picture kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Desperados 3
Ist das nicht auch von den Kommandosmachern? Ich meine ja. Ja, als THQ Nordic. Wenn die das Niveau des Vorgängers halten können, dann wird das mit Sicherheit auch ein Bombenspiel. Ja, Doom Eternal. Ja. Es ist halt dumm. Ja, ist halt dumm. Kleiner Funfact am Rande. Im vergangenen letzten Jahr ist ja eine Sonde auf dem Mars gelandet. Der erste Tweet vom offiziellen Doom-Account war Good Luck. Weil ja quasi, wer sich mit Doom auskennt, halt ein Höllentor vom Mars aus geöffnet werden wird und somit dann quasi in Anführungszeichen die Apokalypse dann ausgelöst wird dadurch. Fand ich sehr lustig. Mit GTA kann ich auch nichts anfangen. Genauso wenig wie mit, oh, pardon, Entschuldigung, Iron Harvest, Judgment, Lost Ember und Mount & Blade 2. Von Nioh ist ein Spiel, was in die Dark Souls-Richtung geht. Jetzt haben wir den Salat. Ja. Ich hab's gewusst. Ich habe die Pre-Alpha gespielt von Nioh 1. Die Pre-Beta, die Beta 1, die Beta 2. Hab aber nie das Spiel gekauft, weil ich im Trailer gesehen habe, dass da Spinnen auf einen zukommen. Oh nein! Wieder nichts für mich. Krass. Ja, Skull and Bones ist halt dieses Seefahrerspiel, ne? Irgendwie so in die Ja, Richtung. genau. Von Ubisoft, wenn mich nicht alles täuscht. Klingt auf jeden Fall cool. Also auf dem Papier klingt es wirklich alles ganz cool. War das, glaube ich, diesen Seefahrer-Spielmodi von Assassin's Creed Black Flag rausnehmen sollte oder irgendwie spezialisieren sollte oder irgendwie so in die Richtung geht. Ja. Star Wars Jedi Fallen Order. Da kursieren aktuell ja News drum, dass EA sagt, nee, dass EA wohl Respawn Interactive, also die Macher von Titanfall und Titanfall 2, wohl denen gesagt haben, dass sie das Spiel einstampfen sollen, dass sie dafür keine Kapazitäten mehr haben. Respawn Interactive sagt aber, sie produzieren es weiter. Ob das jetzt rauskommt und ob das noch 2019 rauskommt, ist meiner Meinung nach fraglich, weil das zwei unterschiedliche Aussagen sind. Das ist quasi Aussage gegen Aussage. Wobei ich an der Stelle ja mega gespannt bin, ne? Weil EA hat einen ziemlich schweren Stand bei LucasArts bzw. bei Disney durch die verkackten Spiele, durch die Liebe zum Detail, die sie da nicht reinbringen, storytechnisch. Und ich glaube, dass EA über kurz oder lang die Lizenz entzogen wird. Und wenn Respawn jetzt weiterarbeitet und was Gutes präsentieren kann, glaube ich, dass die da auf die Lizenz spekulieren können dann. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Also wäre ein kluger Schachzug von Respawn Interactive. Definitiv. Ich habe die Rumors darum leider nicht mitbekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich mag eigentlich die Star Wars Jedi-Spiele. Aber ich mag halt zum Beispiel Battlefront nicht. Das ist der, wer damals Battlefront gespielt hat, das war ein hammergeiles Spiel. Battlefront 1 und 2, was jetzt von EA kam, find ich doof. Und da bin ich halt mega gespannt. Und wenn es da jetzt schon zwei unterschiedliche Aussagen gibt, so EA sagt, hey, wir haben keine Kapazitäten, hoi, hoi, wir machen nur Scheißspiele. Und Respawn sagt, hey, wir aber und wir machen weiter und mach du mal. Ist die Spekulation bestimmt da auf die Lizenz. Ich mag Battlefront.
bist neu. Verzeihung, Respawn Entertainment, nicht Interactive, Entschuldigung. Das ist kein Problem. Ich nehme auch das, was du sagst. Ja, Battlefront 1 hat mir schon Spaß gemacht, also das Neue. Nee, gar nicht. Doch, finde ich auch gut. Und Battlefront 2 hat vor einigen Monaten ja Streuer gestreamt. Hatte einen schlechten, sehr schlechten Start. Aber es liegt ja natürlich an EA. Es liegt Genau. nicht am Spiel. Das Spiel ist gut. Es liegt nur an den Leuten dahinter. Kann ich das alles in eins nach unten schieben? Nein. Doch, bitte! Nein, Schieb du mir das kannst alles alles. eins runter. Wenn du es lösch, ich komme zu dir nach Hause. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Wir müssen davon einen Screenshot machen, den wir auf jeden Fall online stellen müssen. Er hat ein Schwein Das gemalt. ist super, super gelungen, ey. Ja. Ja, des Weiteren, wo war ich stehen geblieben? Ja, Stranger Things habe ich die Serie ehrlich gesagt auch nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht. Schande! Ich weiß auch gar nicht, worum es in dem Spiel dann geht. The Beast Um die Inside? Serie, Bro. Ja. Mal gucken, ob ich mir die Serie mal reinpfeife. Genauso wie The Beast Inside und The Last Night, beziehungsweise auch The Outer Worlds, sagen mir gar nichts. Twin Mirror, Unsung Story, Tales of the Guardians, sagt mir auch nichts. Und Yakuza 5 wohl nur in Japan exklusiv erstmal. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und zu The Search 2, Tropico 6, Wasteland 3 und Wolfenstein Young Blood habe ich ja eben schon was zu gesagt. Also brauche ich dann nicht zu wiederholen. Tut mir leid. Während der Captain die ganze Zeit erzählt und gucke ich immer wieder in ein paar Spiele rein, wo mir die Namen halt nicht sagen. Ich lese The Outer World, klicke auf den Link und mir springt direkt ins Auge ein Entwicklerpost, der den schönen Titel trägt: The Outer Worlds, kein Sex mit Gefährten geplant. Ach, das ist das! Okay. Da steckt Obsidian hinter. Ja! Genau. Dann sagt mir das ja doch was. Und es sieht auch gar nicht schlecht aus. Ja, aber nee. Ja, hast du recht. Nee. Weil kein Sex mit Gefährten geplant ist, ist in Ordnung. Ja. Hauptsache, darauf springst du an. Ja, sowieso. Ich brauche einen Streuer, du bist Platz. dran! Ich habe nichts zugehört, wo waren wir? Beim Ohne 2019er Release. ohne Termin. Ach, ohne Termin. Jo. Ohne Termin schon. So weit schon. Ah, Ja. ihr habt mich übersprungen, das gibt's gar nicht. Moment. Bin ich richtig? Ja, doch. Cool, ich hatte gerade eben was drin, jetzt ist weg. Dann muss ich kurz suchen. Ah ja, genau. Ja. Mir sagt dieses Star Wars Jedi Fallen Order nichts. Aber ich bin übertriebener Star Wars Fan. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel hieß, was sie mal angekündigt haben. Da ging es um die Geschichte von Boba Fett. Ich glaube Star Wars 19 irgendwas oder 2100 irgendwas, ich weiß nicht. Irgendwie sowas hieß es. Und das haben sie dann irgendwann gecancelt. Ich weiß nicht, wie Star Wars Jedi ist. Ist es jetzt der nächste Teil von der Jedi Serie? Oder
Was ist das jetzt? Gibt es da noch Star. Infos? Das Einzige, was man über Star Wars Jedi Fallen Order weiß, ist, dass es Open Star World Wars. ist. Und Star, ja, Okay. Star Wars, klar. Nee, und Star Wars. ich glaube, das soll sogar Singleplayer haben. Also ausschließlich Singleplayer. Na, okay. Ja, also wenn man mehr darüber weiß, wird bestimmt interessant. Ja. Ja, und Ein halt die anderes aktuellen Gerüchte Spiel. aktuell, ne? Ja. Ein anderes Spiel sehe ich jetzt in. Ja, das sind halt immer irgendwelche Teile, die jetzt halt kommen, wo man die anderen Teile spielen musste. Sowas wie Wolfenstein oder Dying Light. Die habe ich halt alle nicht gespielt, ne? Ja, wobei bei Wolfenstein ist es, glaube ich, gar nicht notwendig, die anderen Teile zu kennen. Nein, nein. Blazkowicz lernst du immer aufs Neue kennen. Wobei da Blazkowicz ja noch nicht mal der Held ist. In dem Neuen nicht, ne? Nee, da sind ja die Zwillinge ja im Fokus. Ah, stimmt. Deswegen Voll auch gut. Koop-Modus in dem Spiel. Geil. Also Doom wäre vielleicht noch was. Das wird mich jetzt noch interessieren. Ich habe den ersten Teil zwar nicht ganz gespielt, aber ja. Ist ganz cool. Sind wir schon bei ohne Termin ganz unten? Nee, noch Nein, nicht. die haben okay, gut. Dann gebe ich weiter an Hori. Alles klar. Okay, und ich schließe mich dann auch mal dem Captain an. Biomutant sieht mega interessant aus. Da bin ich echt gespannt. Ich stehe auf diesen Comic-Style. Ich finde den Protagonisten halt mega lustig. Ne? Und da bin ich halt echt mal gespannt. Ich habe mir die Trailer zeitgleich angeguckt mit den Trailern von Mutant Zero Year Zero. Und fand das ziemlich cool. Genau wie bei dem anderen Spiel werde ich mir das auch angucken. Dann habe ich ein eventuell bei Dumm. Dumm ist auch immer so, wenn es rauskommt, werde ich es vielleicht spielen. Aber auch wieder gucken, wenn es im Sale ist. Es ist halt Ballern und Monster und naja, Ego-Shooter halt. Dying Light 2 ist auf jeden Fall was, was ich spielen möchte. Ich habe den ersten Teil gespielt und ich habe ihn super gerne gespielt, da Dead Island 2 ja niemals rauskommen wird, gefühlt. Bleibt halt nur noch Dying Light und Dying Light macht einfach Spaß. Und ich bin halt gespannt, wie es halt weitergeht. Schon eine mega coole Sache. Ich stehe halt auch auf Zombie. Und ich mag es, Zombies zu verprügeln. Und ich mag es, Zombie mit, wie heißt das jetzt hier? Parcours zu verprügeln und Parcours durch Städte zu laufen. Finde ich mega cool. Freue ich mich drauf. Ja, Star Wars. Ich bin zwar kein übertriebener Fanboy, aber ich mag Star Wars. Und aus dem Grund werde ich, egal was da kommt, es spielen. Und mir definitiv antun. Ich weiß nicht, Steuer, hast du The Old Republic gespielt? Den Online, das Ja. Online-Spiel. Ja. Ich hab's angespielt. Okay. Das fand ich persönlich nämlich richtig cool. Das hat auch Spaß gemacht. Macht in der Gruppe auch Spaß. Ja, das konnte ich leider nicht in der Gruppe spielen. Biete ich Ja. mich gerne an, mal zusammenzuspielen. Okay. Stranger Things 3. Ja, Stranger Things, ich finde die Serie total toll. Ich stehe auf den 80s Look und das Setting. Ich stehe auf die Epoche. Ich mochte auch 8 mm super gerne. Deswegen habe ich mir Stranger Things angeguckt und ich bin drauf batschen geblieben. Und da ich das Handy spiele, und ich bin wirklich kein Handyspieler, aber es gibt ein ziemlich cooles RPG fürs Handy, was kostenfrei ist. Hier ein bisschen Werbung machen. Das macht super viel Spaß. Das ist richtig, richtig cool. Dann habe ich nichts mehr Geil. für den Sachen. Und Was? also fassen wir jetzt mal bis jetzt zusammen. Dieses Video wird mit Sicherheit aber 18 gestellt und monetarisiert, weil du Werbung machst. Schneid einfach die Werbung raus und über das 18 liegst du piepen. Okay, ich versuch's. Ja, viel Spaß. Danke. Kommen wir zum auf der Liste für PS4, aber ohne Termin. Da haben wir Beyond Good and Evil 2,
Code Vein, Death Stranding, Deep Down, Dreams, Final Fantasy VII Remake, The Elder Scrolls 6 und The Last of Us Part Captain. Ja. Beyond Good and Evil. Davon halte ich eventuell auch genau dasselbe wie Days Gone. Trotz der ganzen Ankündigung, trotz der ganzen Tech-Demo, die die Ubisoft gezeigt hat. Es ist seit der E3 still um Beyond Good and Evil 2 geworden. Ich glaube, erst wenn es draußen ist, dass es erschienen ist. Wenn ich es in den Händen halte. Okay. Dasselbe gilt auch für Death Stranding. Hideo Kojima mag ein vergötterter Spieleentwickler sein. Aber das, was er gerade mit diesem Franchise anstellt, so bedeckt dahinter, hinter den ganzen Trailern. Du siehst nur die Trailer. Du weißt nicht, was storytechnisch da geht, was für ein Genre das ist, was für ein Gameplay das haben wird, wie das UI aussehen wird. Gar nichts. Du weißt gar nichts darüber. Nur das hier, Norman Reedus heißt der? Und der Schauspieler, der Hannibal in der Serie Hannibal verkörpert hat. Mads Mikkelsen. Genau von diesem Mann rede ich. Das ist das Einzige, was man weiß. Und das Hideo Kojima. Und ich glaube, Guillermo del Toro, glaube ich, auch noch mit dem Spiel ist, ne? Ich sag mal, ja. Weil ich nicht weiß, wer das ist. Guillermo del Toro ist ein Regisseur, der auch die Idee gut fand hinter Silent Hills. Ah. Dann hat Konami halt Kojima rausgeworfen. Kojima hat eine neue Firma gegründet, hat Norman Reedus und Guillermo del Toro mit ins Boot geholt. Ich glaube, der ist auch bei Death Stranding dran beteiligt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, wie gesagt, Beyond Good and Evil glaube ich erst, wenn es released ist, wenn ich es auch wirklich in den Händen halte. Ja, Code Vein sollte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen. Glaube ich. Ist aber mehrfach verschoben worden. Und das ist so eine Art Dark Souls in Anime-Stil. Ja, Dreams sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Und Deep Down? Elder Scrolls 6 weiß man auch noch viel zu wenig drüber, um das beurteilen zu können. Ja. Dann kommen wir halt zu Final Fantasy VII. Ach. Eine Stunde später. Ich hasse es! Es ist scheiße! Ich will das nicht haben! So in etwa. Ich werde mich kurz fassen. 2 Stunden später. Die nachfolgende Sendung wird sich um 4 Stunden verschieben. Square Enix. Was? Oh, wenn du schon so anfängst. Ja, was macht ihr mit einem großartigen Spiel? Was? Okay, Final Fantasy VII ist nicht mein Lieblingstitel aus der Reihe, aber ey, ihr wollt das Grundprinzip umkrempeln. Ihr wollt das Kampfsystem umkrempeln. Dass ihr das in Episoden rausbrachtet, okay, kann ich mitleben. Final Fantasy VII war ja auch auf 4 CDs damals auf der PlayStation 1.
Aber ihr wollt das Kampfsystem, was maßgeblich an der Nostalgie quasi angebunden ist, entfernen, zerstören und durch das Final Fantasy XV Kampfsystem ersetzen. Das Final Fantasy XV Kampfsystem ist gut, aber es passt nicht in Final Fantasy VII rein. Ihr macht Das mich klingt auch, es wahnsinnig. ist nicht schön. Das ist auch nicht schön. Und ich werde mir Let's Plays dazu angucken. Aber ich werde den Scheiß mit meinem Geld nicht unterstützen. 2 Tage vor Release. Chaos wurde gesichtet, wie er auf seinem Campingstuhl vor dem GameStop Ja. Ja, The Last of Us Part 2 ist ja für dieses Jahr angekündigt worden, soweit ich weiß. Mann. Aber nur noch nicht wann. Jetzt ist es halt so, letztes Jahr ist ja die PSX ausgefallen. Dieses Jahr wird PlayStation nicht an der E3 dabei sein. An der E3 mitwirken. Es wird keine Pressekonferenz geben, weil sie sagen, es gibt in diesem Jahr sowieso wenig Highlights. Die PSX dieses Jahr ist ja, glaube ich, auch noch in den Sternen. Jetzt ist halt meine einzige Hoffnung die Gamescom. Um was über dieses Spiel zu erfahren. Ich hoffe es kommt noch dieses Jahr. Ich hoffe es, ich bete drum. Und Cyberpunk 2077 wird dieses Jahr nicht kommen, definitiv nicht. Man munkelt ja, dass es einen Release-Termin von 2021 haben soll. Ja, solange es nicht 2077 ist, ist alles gut. Ja, hat man auch schon gesagt. Nee, aber letztes Jahr der einstündige Gameplay-Trailer, der war ja wohl mega, oder? Ey, der war ja monströs geil. Ich möchte jetzt gerade nicht über meine sexuelle Erregung bei einem Trailer reden. Das ist. Ja, komm, jetzt war ich schon ab 18, oder? Ist Hammer, 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 Hammer. So ein Knüppel, Junge, Ja. so ein Knüppel. So ein Knüppel. Ja, und jedenfalls habe ich mir Cyberpunk 2077 vorbestellt. Bei dem Gamesladen bei uns direkt um die Ecke. Der ja leider umzieht. Die ziehen um. Die ziehen um. Wo ziehen die hin? Nach Willig. Willst du mich verarschen? Nein! Du verarschst mich. Ey, Junge, ich hab am Ja, Freitag, das habe hat er ich mir mir. auch schon. Am Donnerstag oder Freitag habe ich mir Smash Bros. Geholt. Da war ein dickes, fettes Schild dran, da wo stand, wir ziehen um. 7 Kilometer Ja. von diesem Standpunkt aus. Kacke. Mein Schwein hängt. Ah, jetzt ist es wieder da. Ah! Ja, jetzt ist es wieder da. Ist dir aufgefallen, Captain, dass das Schwein, da steht ja Sau drunter und das Sau sieht aus, als ob das der Körper ist mit dem Arm, der angelegt ist und das andere Seite Mittelfinger zeigt. Also, das wird definitiv verewigt. Jetzt ist wieder weiß. Alter. So. Ja. Ich gehe die ganze Zeit einen Schritt zurück. Ah. Hallo. Entschuldigung. Ja, Streuer, du bist dran. Ich will jetzt nicht. Oh. Was soll ich jetzt? Sag was zu Oh. Final Fantasy VII. Ich hab noch nie in Final Fantasy. Dann ist es doch
perfekt mit Final Fantasy VII Remake anzufangen. Nein, dann müsste ich mit Final Fantasy anfangen. Jetzt gibt es doch gar keinen Sinn. So, ja, The Last of Us wollte ich, da wollte ich schon den ersten Teil mal spielen, aber zu der Zeit, ich glaube, es war noch PlayStation 3, als es zum ersten Mal rauskam, war einfach Uncharted gerade bei mir der Hype quasi groß, besonders der dritte Teil. Und da habe ich es dann aus den Augen verloren. Aber wäre vielleicht mal was Cooles, so Gib dir das zwischendurch. Remastered definitiv. Ja, du wirst dann Spaß haben, weil das auch von Naughty Dog ist und das. Genau, ja. Naja, ich Das wäre Hammer. weiß, ich kenne das schon. Da gibt es halt diese Klicker und so. Naja. Ist der Hammer. Ist wirklich der Hammer. Das Remastered ist auch richtig nochmal ein Schippchen drauf auf die Grafik. Es ist wirklich cool. Cyberpunk, ja, sieht sehr, sehr gut aus. Aber ja, wie ihr auch gesagt habt, das wird bestimmt erst in 2 Jahren rauskommen oder 3. Wenn überhaupt. Oder halt in 60 Jahren. Naja, was gibt's noch? Beyond Good and Evil sagt mir nichts. Death Stranding sagt mir was, aber habe ich auch nicht so viel Infos zu. Ich weiß nur, dass der Schauspieler von Dings damit spielt, Walking Dead. Dreams sagt mir nichts. Code Vein sagt mir auch nichts. Elder Scrolls. Wusste ich gar nicht, dass da jetzt noch ein neuer rauskommen soll. Ja. Da hätten wir die schon. Deep Down sagt mir auch nichts. Ja, da wäre ich durch. Ich muss Ja, jetzt wieder sauber. arbeiten zu meinem Ja. Schrein. Kurz, knapp, bündig. Beyond the Good and Evil 2 möchte ich gerne spielen, sehe ich aber ähnlich wie der Chaos. Cyberpunk habe ich gerade eben meine Euphorie schon zu mitgeteilt. Death Stranding, wenn es rauskommt, werde ich es wohl spielen, egal was es ist, einfach nur um zu gucken und sonst verkauft es man halt dann wieder oder verschenkt es. Final Fantasy Remake, ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich mochte das Original, ich weiß nicht. Ich sehe das ähnlich wie der Chaos, aber nur ähnlich. Bin mal gespannt, was die daraus machen. Elder Scrolls werde ich definitiv spielen, egal was da kommt. Stehe ich voll drauf, liebe ich. Nicht weiter zu sagen. Und The Last of Us Part 2 kann für mich gar nicht schnell genug released werden. Punkt. Am besten heute Abend. Ja. Ja. Persönlich bei dir abgeliefert. Ja. Dann widerspiegelt sich ja deine Aussage zu Days Gone ja eigentlich dann wieder. Was? Wenn die das ja heute Abend schon releasen. Was? Days Gone? Days Gone wird heute Abend released? Nein, The Last of Us. Ja. Dann wäre es Wie ja sollen ein das nicht jetzt? fertiges Spiel. Das muss dann natürlich fertig sein. Do. Jetzt mal ganz ruhig. Einigen wir uns darauf, dass das Schwein, das ich gemacht habe, heute das Highlight. Sowieso. Mein Guck Highlight dir das des Schwein. Jahres. Ja, es. Krass. Ja, um jetzt noch die ganze Sache abzuschließen. Habt ihr eine Erwartungshaltung für das Gaming-Jahr 2019? Nö. Also habt ihr nicht irgendwie einen Wunsch aus früheren Tagen, dass das eventuell ein Reboot bekommt? Nö. Nö. Ich beispielsweise würde mir sau gerne die Demos wieder wünschen, die es damals gab. Ach so, wir reden auch von sowas. Ja, das würde Ja, ich mir auch klar. gerne wünschen. Dass man wieder Sachen anspielen kann. Da wäre ich auf jeden Fall bei. Fand ich bei Resident Evil 2 auch ziemlich cool, dass sie das gemacht haben. Ja, ich fand's ehrlich gesagt sehr schade, dass damals die ganzen Demo-Versionen alle von der Bildfläche verschwunden sind.
War so toll. Ich erinnere mich noch dran, ich habe damals, was war dieses Spiel, war das? Dieses Spiel. Ich habe irgendein, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich regelmäßig von Spielen aus Zeitschriften nicht so angetan war. Und das habe dann eine Demo gesehen und habe gesehen und habe mir die runtergeladen, habe die angespielt und musste das Spiel dann einfach kaufen. Publisher, macht das wieder. Ihr verkauft viel mehr an mich. Und den Captain. Gibt es das nicht noch? Ja, teilweise, Die aber auch. Zeitschriften? Ja, aber nur so Testvideos so gesehen. Ach so, okay. Das, was ja meiner Meinung nach ja auch gar nicht falsch ist. Das ist, du weißt halt aber selber nicht, wie spielt sich das Spiel. Na ja, klar. Ja. Tja. Generell Demos. Also wenn ich jetzt gerade mal hier in PlayStation Network Store da gucke, was gibt es denn da für Demos? Da gibt es jetzt seit 2 Jahren vielleicht gerade mal 3 neue Demos und 2 davon sind FIFA. Was man, wo man keine Demo für braucht, weil es immer das Gleiche ist. Richtig. Genau. Also von dem her gebe ich dir schon recht, ja. Wow! Ich kann die Dicke einstellen vom Rand. Oh, das ändert jetzt mein Leben. Moment. Wow! Man merkt, ich habe dieses. Ich habe das Programm sehr oft benutzt. Oh, was ist jetzt los? Gott. Okay, bin fertig. Sind wir noch live? Wir sind nur live, ja. Jeder kann deine Euphorie über dein Hey! Erlebnis mit Google Mach Sheets das weg! erleben. Mach das weg! Mach das weg. Mach das weg! Alter! Du! Da! Weg! Komm! Na, nein! Alter! Mein Schwein! Ich hasse euch. Ihr tut meinem Schwein weh. Guck mal, jetzt hat so einen fetten Rand hier. Och. Ja. Lass das. Abschließend. Abschließende Mach Worte. das weg. Guck mal hier, da. Sieh, hier, da fehlt der Rand. Ja. Du hast es falsch gemacht. Guck mal, jetzt ist da so ein Balken. Das ist wieder falsch. Guck mal, hier bei dem A, was soll das? Oh, ich krieg die Krise! Alter, ich mach Gesagt. das. Finger weg. Gut. Dann kommen wir jetzt, würde ich gerne zum Abschluss kommen. Es war mal wieder sehr unterhaltsam, mit euch wieder zu quatschen in diesem Format. Und das Gaming-Jahr 2019 hat zwar erst begonnen, aber wir werden noch viele, viele Sachen erleben. Viele Aufreger erleben. Und wir werden uns wieder jedes Jahr die Frage stellen, was für ein Bockmist wird EA dieses Jahr anstellen? Oder Square Enix. Oder Square Enix? Ich warte immer Oder noch auf die. Was denn? was vom wieder Geiles macht. Ja.
Oder Blizzard. Blizzard, Alter. Ich glaube, das wäre unser nächstes Thema, oder? Ich bin dabei. Jedenfalls wollen wir uns verabschieden. Das letzte Wort gebührt wie immer dem Horrendus. Der Chaos ist raus mit einem herzlichen Schüssne. Ich habe auch noch was. Hardcore World, Okay. Tschüss. Ich habe noch was zu sagen. Libby! Geh aus meinem Schwein raus mit deinem Cursor! Das ist das Bild, das Streuer während der Folge Gespräch im Aufzug gezeichnet hat. Ist es nicht ein Meisterwerk?